habe was Neues. Möchtest du das auf deinem Kanal nicht zeigen? Das ist einer der schönsten Sätze, den Hersteller zu mir sagen können. Das ist eine der Uhren, die aus einem solchen Satz den Weg zu mir gefunden hat. Die neue Archimede Pilot 200. Eine tolle Uhr. Du möchtest mehr darüber wissen? Bleib dran, ich sag's dir gleich. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute möchte ich etwas sagen über die Pilot 200 von Archimede. Sie sieht aus wie ihr, habe ich auch gedacht, aber im Detail unterscheidet sie sich doch in mehreren Punkten. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt die Uhr irrsinnig gut. Ich werde das im Detail im Video zeigen. Natürlich werde ich Maße, Daten, Fakten erklären, das Nachtbild zeigen, aber auch, was mich an dieser Uhr fasziniert und warum ich sie fast besser finde als... Aber darauf müsst ihr noch ein paar Minuten warten bis zum Ende des Videos. Da kommt dann mein Fazit. Die Archimede Pilot 200. Schauen wir uns doch einmal die technischen Daten an. Der Durchmesser beträgt 39 mm und die Bauhöhe beträgt mit dem flachen Saphirglas 10,8 mm. Die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm und der Horn-zu-Horn-Abstand beträgt kurze 45 mm. Die Uhr ist bis 200 Meter wasserdicht und wird angetrieben von dem ETA 2824. Der Boden ist mit einem Sichtfenster versehen und ist verschraubt. Das Gehäuse ist gehärtet, ohne dass es die typische oft sehr dunkle Färbung angenommen hat. Man sieht also hier durchaus ein vergleichsweise helles gehärtetes Gehäuse, was mir ganz gut gefällt. Die Uhr ist bis auf den Sekundenzeiger in einem guten und kontrastreichen monochromen Design ausgelegt. Der Sekundenzeiger ist in einem schönen Orangeton gehalten, der sich sehr, sehr gut mit der Kontrastnaht auf dem Armband abgestimmt hat. Schauen wir doch mal, wie die Uhr am Arm sitzt. Dafür muss ich meine Circular Pro Trail ablegen und mal schauen, was die Pilot 200 von Archimede für ein Bild an meinem Arm abgibt. Ja, wie alle Uhren dieser Größe finde ich sie an meinem Arm sehr angenehm. Sie trägt sich super, die Bauhöhe ist schön, nicht zu hoch und mir gefällt das orangene Kontrastspiel wirklich klasse. Macht mir Spaß, gefällt mir sehr gut. Bevor wir auf das Gehäuse näher eingehen, schauen wir uns das Band doch mal kurz an. Wir haben hier ein Lederband in einer relativ durchgehenden Dicke. Am Anstoß ist es noch geringfügig dicker als am Ende, aber auch am Ende ist es ein sehr kräftiges, relativ dickes Band, was dazu führt, dass es beim Schließen einen spürbaren Hubbel in Anführungsstrichen gibt. Also man spürt die Schließe schon relativ deutlich, aber ich finde, das passt gut zum Charakter einer Fliegeruhr. Die Schließe selber ist gebürstet und mit dem Archimede-Schriftzug versehen. Der Dorn ist nicht zu schmal, also keine Nadel, sondern ein ordentlicher Pin, aber auch kein Breitdorn. Für mich eine sehr angenehme Größe, die das Loch nicht so schnell ausreißen lässt, aber auch nicht so breit ist und so auffällig, wie es Breitdornschließen sind.
Für mich ist das ein sehr angenehmer Kompromiss, passt wirklich prima. Das Band ist sehr sauber verarbeitet, hat auch am Ende nochmal die seitlich rausgehenden Kontrastnähte. Wirklich prima gemacht. Was mir an der Uhr selber sehr gut gefällt, ist die Tatsache, dass das Ziffernblatt bis ganz an den Rand geht. Und das tun alle Ziffernblätter, ich weiß, aber hier ist der Reo sehr steil gehalten, wodurch das Ziffernblatt noch etwas flächiger wirken kann, als wenn der Reo abgeschrägt wäre und ein kleines bisschen vom Durchmesser des Ziffernblattes wegnimmt. Die Lünette selber ist vergleichsweise schmal. Ihr könnt das auch sehen, wenn ich etwas näher rangehe. Da ist nicht viel Lünette an der Uhr, was die Uhr optisch etwas größer erscheinen lässt, als die 39 mm des Datenblattes eigentlich aussagen würden. Das Datumsfenster ist auf der 6 Uhr Position mit einer schwarzen Datumsscheibe und ich finde, es passt sich sehr, sehr harmonisch ein in die Schriftzuggestaltung mit Flieger 200 Automatik Made in Germany. Das Datum fällt überhaupt nicht auf, wirkt nicht isoliert oder exponiert, sondern wunderschön integriert in die insgesamte Bedruckung des Ziffernblattes. Lediglich der Firmenname Archimede ist etwas exponiert an der 12 Uhr Position, insgesamt aber, wie ich finde, sehr harmonisch. Manchen mag es vielleicht etwas zu viel Text auf dem Ziffernblatt sein. Ich finde, so wie es hier gemacht ist, als eine Achse von 6 bis 12 und die 9 Uhr und 3 Uhr Position freilassend, finde ich, passt das sehr gut und es wirkt, wie gesagt, sehr harmonisch. Auf der 12 Uhr haben wir den Doppelstrich als Index für die Nachtsichtbarkeit. Auch das gefällt mir gut. Die Uhr ist, wie ich es von Archimede nicht anders kenne, sauber verarbeitet. Das Gehäuse ist makellos. Die Flanken und Hörner sind gebürstet. Und auch der Boden, wie gesagt, sauber verarbeitet. Das Werk ist nicht veredelt, sollte aber meiner Erfahrung nach von Archimede sehr gut einreguliert sein. Die Krone steht nicht sehr weit heraus, was dem Handrücken gut tut, ist aber groß genug, um auch mit Handschuhen bedient werden zu können. Allerdings ist die Krone nicht verschraubt. Die Uhr kostet im Dezember 2022 am Lederband 960 Euro. Für ein passendes Stahlband werden zusätzlich 180 Euro fällig. Damit ist sie in etwa auf dem Niveau der Konkurrenz, hat aber noch den zusätzlichen Vorteil des gehärteten Gehäuses sowie des Inhouse-Gehäuses aus einer Gehäusemanufaktur. Schauen wir uns doch mal an, wie die Zeiger gesetzt sind. Dafür muss ich aber warten, bis die Sekunden auf der 12 Uhr Position sind. So, wir haben den Sekundenzeiger genau auf der 12 Uhr Position angehalten und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Zeiger gesetzt sind. Ich denke, das ist absolut perfekt. Wirklich komplett makellos, egal aus welchem Blickwinkel man drauf schaut. Die Zeiger passen einfach und zwar absolut punktgenau auf die Sekunde genau gesetzt. Was jetzt noch fehlt, ist eine Ansicht der Uhr bei Nacht und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ja, ihr könnt sehen, die Uhr leuchtet bei Nacht und das Ganze auch nicht zu knapp.
Ich habe hier einen externen Monitor und die Reflexion des externen Monitors zeigt meine Handschuhe ein bisschen. Ihr könnt also sehen, dass es noch nicht mal ganz dunkel ist. Und trotzdem ist die Uhr absolut toll ablesbar. Da ist richtig gute Leuchtmasse drauf und aus jedem Winkel ist die Uhr klasse ablesbar. Das Gehäuse schimmert etwas. Also das ist definitiv absolut gut gelöst. Und was ich halt auch sehr schön finde bei der Datumsposition, die gewählt wurde, die Indizes sind nicht gekürzt. In der Nachtbildansicht sieht die Uhr wie aus wie eine datumslose Uhr ohne gekürzten Index an der Datumsposition. Richtig gut gemacht, gefällt mir gut, habe ich richtig Spaß dran. Meine Meinung zu der Archimede Pilot 200 ist durchaus positiv, wie ihr gehört habt. Ich persönlich finde sie von der Optik her deutlich gelungener als die 556 von Sinn. Und das ist vielleicht gar nicht so leicht zu begründen, weil sie sich doch in der Optik sehr ähnlich sind. Aber ich finde, und ich konnte mir das kaum vorstellen, dass es möglich ist, die Zifferblattgestaltung der Archimede harmonischer. Ich finde die Zeigerlängen besser. Ich finde, die Länge und Breite der Indizes passt besser zu den Zeigern und passt auch besser in das Gesamtzifferblatt hinein. Mir gefällt die Datumsposition auf 6 Uhr mit schwarzem Blatt ausgesprochen gut. Passt hervorragend rein und vor allen Dingen, ich zeige es hier nochmal, auch wenn man es vielleicht im Video besser sieht, dadurch, dass unten zwei Textzeilen stehen, fällt das Datum überhaupt nicht exponiert auf, sondern passt sich harmonisch in die Bedruckung des Ziffernblattes ein. Richtig klasse. Ich mag den orangefarbenen Zeiger, farblich abgestimmt mit der Kontrastnaht. Gut, das ist ein Austauschteil. Das Einzige, was mir vielleicht nicht hundertprozentig so gut gefällt wie bei der Sinn, ist die Krone, die leider nicht verschraubt ist. Das ist mein wirklich einziger Kritikpunkt an dieser ansonsten in meinen Augen durchaus gelungenen, technisch, optisch sehr attraktiven und auch preislich durchaus attraktiven Uhr.